Hallo liebe Kinder, hier ist wieder euer Kiki-Team. Heute mit einem ganz besonderen Film. Es geht um Maria, die Mutter Gottes. Und die Müllers. Ja, und was die Müllers mit Maria zu tun haben, das hört ihr jetzt. Und das ist Familie Müller. Das ist Mama Müller. Hier kommt Papa Müller. Dazu gehören noch Julia Müller und Tom Müller. Eine fröhliche und glückliche Familie. Doch seit dem Muttertag gibt es Streit unter den Geschwistern. Tom meint, ich habe die beste Mutter der Welt und habe ihr das schönste Geschenk gemacht. Nein, Tom, gar nicht wahr. Ich habe Mama das beste Geschenk gemacht und sie hat mich ganz doll lieb. Mama hat mich immer dreimal mehr lieber wie dich, Julia. Quatsch, Tom. Mich liebt sie mehr. Nein, mich. Hey, hey, was ist denn hier los? Streitet ihr euch etwa? Ja, Tom sagt, Mama hat ihn lieber. Aber Mama liebt mich viel, viel mehr. Nun hört aber auf, ihr beiden. Meine Mama liebt alle ihre Kinder. Das können Mamas besonders gut. Und sie können das besonders gut unter den Kindern aufteilen. Selbst die berühmteste Mama hat ihr Kind so geliebt wie keine andere Mama. Papa, wen meinst du? Ich meine Maria. Maria hat ihren Sohn so geliebt. Soll ich euch mal etwas über die Mutter Gottes erzählen? Oh ja, Papa, bitte, bitte. Gott hatte mit Maria etwas ganz Besonderes vor. Sie war eine einfache junge Frau aus Nazareth. Eines Tages schickte er ihr einen Engel. Einen Engel? Und was hat er gesagt? Fragte Julia. Ja, Julia. Maria war zuerst erschrocken. Der Engel erklärte ihr, dass Gott etwas Besonderes mit ihr vorhatte. Sie sollte die Mutter seines Sohnes werden. Maria hat nicht eine Minute lang gezweifelt an Gott und seinem Vorhaben. Gott sandte den Engel auch zu Josef und sagte ihm, er sollte doch Maria heiraten und bei ihr bleiben. Und Josef war so gestärkt, dass er nicht mehr von Marias Seite wich. Dann beschloss Maria, zu Elisabeth zu gehen. Elisabeth war eine Verwandte von Maria. Sie war schon viele Jahre mit Zacharias verheiratet. Elisabeth war auch schwanger und sollte bald ein Kind bekommen. Sie freute sich sehr über Marias Besuch. Und schon als sie sie von Weitem sah, merkte sie, dass Maria einen außergewöhnlichen Menschen in ihrem Bauch trug. Deshalb rief sie vor lauter Freude, »Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« So vergnügt war sie und so froh, dass sie ein Loblied sang. Maria blieb noch ein paar Monate bei Elisabeth, um ihr zu helfen. Dann ging sie wieder zurück nach Nazareth. »Wie spannend, Papa!« So spannend, dass Elisabeth schon wusste, wer in Marias Bauch war. Und, kennt ihr denn auch die bekannteste Geschichte von Mutter Gottes? Ja, na klar, die Geburt von Jesu. Wir waren doch dabei beim Krippenspiel dieses Jahr in unserer Gemeinde. Und ich habe einen Wirt gespielt. Und ich musste Maria und Josef sagen, nein, 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 hier kommt ihr nicht rein, Bethlehem ist voll. Wirklich proppevoll. Genau, Tom. Maria hat Jesus in einem Stall zur Welt gebracht. Es gibt noch viele Geschichten über Jesus und seine Mutter. Als er geboren wurde, brachten Maria und Josef ihn in den Tempel. Das war Sitte bei den Juden und sie brachten zur Opfergabe zwei Turteltauben mit. Als sie dann in den Tempel kamen, begegneten sie Simeon und Hanna. Sofort war Simeon bei ihnen
und nahm den Kleinen auf den Arm. Was? Der hat ihn einfach auf den Arm genommen? Aber das macht man doch nicht. Na ja, Julia, Simeon war ein sehr frommer Mann und deswegen hatten Maria und Josef keine Bedenken. Simeon war überglücklich, dass er dem Messias begegnet ist. Dem Messias? Ja, Tom, so nannten die Juden den Retter der Welt. Und Simeon hat ihn in Jesus erkannt. Und das machte ihn furchtbar glücklich. Einmal war Jesus sogar verschwunden. Maria und Josef suchten ihn überall und fanden ihn in einem Tempel, wo er mitten unter den Gelehrten über seinen Vater sprach. Und Maria war furchtbar aufgebracht und Jesus verstand es gar nicht. Weißt du denn nicht, dass ich im Hause meines Vaters bin, hatte er nur zu ihr gesagt. Und trotzdem hat sie sich gesorgt, wie eure Mutter sich sorgen würde, wenn ihr mal verschwunden seid. Maria war immer bei ihrem Sohn und als er dann sterben musste, war sie auch bei ihm. Sie war nicht alleine. Jesus hatte viele Jünger und Freunde, die bei ihm gewesen sind. Und Maria, sie war auch dort, mit Johannes, dem engsten Vertrauten von Jesus. Sie hat sogar mit ihm unterm Kreuz gestanden, als Jesus gestorben ist. Zusammen mit den Jüngern erlebte sie die Auferstehung und auch die Himmelfahrt ihres Sohnes. Als die Jünger zu Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt wurden, kannte Maria schon längst das Wirken und das Geheimnis des Heiligen Geistes. Sie war es auch, die die Jünger das Beten zum Heiligen Geist lehrte. Wir haben viele Feiertage, die sich um Maria drehen im Jahr. Unter anderem auch Maria Himmelfahrt am 15. August. Denn als Maria gestorben ist, da hat Gott sie zu sich geholt, mit Leib und Seele. So, Julia und Tom, was meint ihr, ob ihr euch vertragen könnt? Vielleicht auch ein bisschen, damit Mama nicht mehr traurig ist, wenn ihr euch streitet? Julia, es tut mir leid. Tom, mir doch auch. Unsere Mama ist die Beste, unsere beste Mama. Und genau wie Jesus seine Mutter Maria für ihn da war, so ist unsere Mama für uns da. Mama, Mama, wir haben dich ganz doll lieb. Ja, liebe Kinder, eine Mama ist was ganz Besonderes. Und unsere Mutter Gottes ist für uns etwas ganz Besonderes. Zu unserem Schutz ist sie da. Schaut doch einmal, ob in eurer Kirche auch eine so Mutter Gottes steht. Und dann betet doch einmal gemeinsam mit ihr. Zum Schutz der Familie, zum Gedenken an Familienmitgliedern oder für eure Mutter. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Vielleicht denkt ihr ein bisschen daran, dass nicht immer nur an Muttertag an die Mamas gedacht wird. Ich verabschiede mich heute von euch und euer Kiki-Team sagt Danke, bis zum nächsten Mal.